Selma Meerbaum Eilsinger, Nelly Sachs, Ilse Loser, Gretchen Wohlwill, Anita Reh, Rose Ausländer, Alma Del Banco. Zu den jüdischen Künstlerinnen der Hamburgischen Sezession gehörte auch die Malerin Gretchen Wohlwill. 1878 in eine durch Fleiß wohlgestellte Hamburger Familie hineingeboren, war es ihr möglich, eine Ausbildung zur Künstlerin zu machen. In den 1920ern galt das Interesse in der bildenden Kunst den architektonischen und konstruktivistischen Elementen. So baute auch Gretchen Wohlwill, geprägt noch dazu von ihrer Begeisterung für Matisse und Cézanne, wohl überlegt ihre Bilder. Sie reiste gern nach Italien, Holland, natürlich Paris und oft in Begleitung wie die der Malerin Alma Del Banco. Da ist dann dieses zweite Bild entstanden. Daran hat mich fasziniert, dass sie eine Zeichnung von sich gemacht hat in der Situation, auf die ich zurückgreifen konnte. Und da konnte ich dann meine Farbigkeit dran auslassen. Und mich hat an diesem Bild wahrscheinlich, denke ich mal, dieses Gemeinsame, wie sie so zusammen Kaffee trinken, beeindruckt. Und auch, ich bin immer gerne mit Formen und Ornamenten unterwegs. Das Kleid, von dem man gar nicht viel sieht, hat in mir doch eine große Fantasie ausgelöst. Und ich habe mir das erstmal als erstes vorgenommen und versucht, diese Malerin zu interpretieren, in ihrer Situation mehr zu Hause. Was mich an ihren Bildern dann beeindruckt hat, ist dieser leichte Strich, den sie hat. Und da ist mir ein Bild untergekommen von ihr, das nicht in dem Katalog ist. Wenn man da mal so genau hinguckt, ist so ein bisschen die Farbigkeit und vor allen Dingen auch die Kaffeetasse bei mir im Bild durchaus eine wichtige Beigabe. In letzter Minute gelang ihr 1940 mit 62 Jahren die Flucht ins Exil nach Portugal, wo unter der Diktatur Salazars seit 1938 offiziell keine jüdischen Menschen mehr Aufnahme fanden. Freunde halfen ihr, so auch die ausgewanderte Schriftstellerin Ilse Loser. Mit Sprach- und Nähkursen hielt sie sich über Wasser, arm in einem armen Land, wo sie es mit 10 Ausstellungen zu einer beachtlichen Anerkennung brachte. Doch Gretchen Wohlwill hatte Heimweh nach dem Regen, dem Wald rund um Hamburg, den Leuten. Obwohl die Familie alles verloren hatte und ihr Bruder Heinrich wie die geliebte Schwester Sophie, eine Pianistin, in Theresienstadt umgekommen waren, kehrte sie mit immerhin 74 Jahren 1952 nach Hamburg zurück. Sie war 74, als sie zurückkehrte, genauso alt wie ich in diesem Jahr werde. Das ist schon ein Angehen. Früher schrieben viele junge Mädchen Gedichte. Anders als heute hielten sie es eher geheim, vertrauten die Verse über Liebe, Schmerz und Herbsteszeit ihren Tagebüchern an. Auch in Czernowitz gab es ein solches Mädchen, sie hieß Selma, ihr Vater Max betrieb ein Schuhgeschäft, die Mutter Frieda kämpfte mit Selmas widerspenstigem Haar und zitierte Itzigmanger. Wie ihr Cousin Paul Antschel, später bekannt als der Dichter Paul Celan, besuchte Selma das rumänische Gymnasium, lernte Sprachen und liebte sie. Mit feinem Gehör begabt, übersetzte sie ein Regengedicht von Paul Verlaine ins Deutsche und schrieb dann selber eins. Ich bin der Regen und ich geh, barfuß einher von Land zu Land. In meinen Haaren spielt der Wind mit seiner schlanken, braunen Hand. Die Ilse Loser, die war sehr viel jünger als die Gretchen Wohlwill. Die ist 1913 geboren in Bühr bei Melle. Sie ist bei dem doch sehr gläubigen Großvater aufgewachsen. Dann haben die Eltern sie zu sich geholt. Die sind in die größere Stadt nach Melle gezogen, später nach Hildesheim. Und das Kind hat das als sehr starken Bruch empfunden, aus dieser Welt des Großvaters und der Großmutter herausgenommen zu werden. Gleichzeitig hat sie aber schon als Kind erlebt, was es heißt, jüdisch zu sein und anders zu sein. Der Opa nimmt sie mit in die Synagoge. Und obwohl ich nicht lesen konnte, schreibt sie, unterschied ich die hebräischen Buchstaben auf der linken Seite des Gebetbuchs
gut von den Deutschen auf der rechten Seite. Die Hebräischen gefielen mir besser. Sie waren schön anzusehen mit ihren abgerundeten Formen und den kleinen Punkten und Strichen darüber und darunter. Sie tanzten frei im Raum, während die in zwei Spalten gedruckten deutschen Buchstaben dünn, steif und brav aussahen. Unsinn, schalt Großmutter, als ich ihr einmal von meinem Eindruck erzählte. Buchstaben tanzen nicht. Sie sind weder frech noch brav und mit Frisuren haben sie überhaupt nichts zu tun. Du schlägst wirklich deinem Großvater nach. Und dieser Großvater brachte ihr nicht nur die Geschichten aus der Bibel nahe, sondern überhaupt also sämtliche deutsche Märchen, Sagen, Mythen, und sie verbanden sich im Kind zu einer wundersamen Mischung. Kaum hatte sie die Ausbildung begonnen, 1933 kam Hitler an die Macht und sie wurde rausgeschmissen. Und es war auch so, dass sie das Gefühl hatte, sie konnte in Hildesheim nicht mehr auf die Straße gehen, weil plötzlich so eine Hetzestimmung gegen alle jüdischen Menschen stattfand. Und sie beschreibt das später in einem sehr, sehr schönen Dokumentarfilm vom Schriftsteller Peter Hamm, dass sie einen Freund hatte, mit dem sie sich oft getroffen hat. Und der kam 1933 irgendwann zu ihr und sagte, ich kann dich nicht mehr treffen. Die Partei möchte das nicht. Und sie sagt, sie hätte dann einen Blick gesehen, den sie später immer wieder bei Deutschen gesehen haben, einen Blick der Versteinerung. Also, dass die praktisch der Blick sagte, ich will das eigentlich nicht, aber ich kann nicht anders. Und das hat sie so ergriffen, dass sie in eine andere Welt gehen musste und dann ist sie ins Kino gerannt. Und als sie das als alte Frau erzählt, wird klar, dass für die Ilse Losser das Kino, genau wie die Geschichten des Großvaters, also diese, wenn man so möchte, Zuflucht in der fiktiven Welt, ein absolut lebensrettendes war. Und so kam sie zum Schreiben und hat das also so erfolgreich dann gemacht, dass sie eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen Portugals wurde und auch total integriert war in die Schriftstellerszene, mit Lobo Antunes und anderen verkehrte, aber immer, immer dieses Gefühl des Nicht-Dazugehörens behalten hat, das natürlich auch in diesem Paradies der Kindheit schon angelegt war. So dass man also sagen kann, sie hat ein Zuhause gefunden, aber sie hatte dennoch immer diese Sehnsucht nach einem Zugehörigkeitsgefühl, das sie offenbar nicht beantwortet gefunden hat, was aber nach meinem Dafürhalten das ausmacht, warum jemand überhaupt Künstler wird oder Schriftsteller wird, weil es eben diese Widersprüche im Leben gibt. Hinter den Weiden neben der Mühle stand die geträumte Leiter an den Himmel gelehnt. Die Wunder nisteten sich ein im Gefühl. Die Dichterin Rose Ausländer, 1901 in Czernowitz in der Bukowina geboren, führte das Leben einer Wandernden zwischen Amerika und der Bukowina hin und her. Und als ihre Mutter 1931 schwer erkrankte, kam sie und blieb bis 1946. Sie überlebte die Nazis in Verstecken und hielt ihre Erlebnisse fest. Gott hat abgedankt im Ghetto, schrieb sie. Wir sind getrennt von jedem Trost und unser Kleid ist kalt und nass. Doch eins ließ sie sich nicht nehmen, das Zuhause in den Worten. Während sie sich mit Steno und Übersetzen durchbrachte, immer aus dem Koffer lebte, immer unterwegs, schrieb sie an die 3000 Gedichte. Sie schrieb über New Yorks Wolkenkratzer, Venedigs Plätze, Norwegens Fjorde, all die Orte, die sie sah. Und immer wieder über ihr geliebtes Czernowitz. Gestufte Stadt im grünen Reifrock, der Amsel unverfälschtes Vokabular. Dietlind wählt für ihr Porträt nicht, wie bei Nelly Sachs, das junge, weiche, offene Gesicht Rose Ausländers. Auch nicht das der betagten Dichterin, sondern eines, das sie in mittlerem Alter zeigt. Die Farbigkeit ist fahl, das mit Weiß gemischte Altrosa und ein gräuliches Grün lassen, bis auf einen Fleck, weniger an die grünen Auen des Prut denken, als vielmehr an die schmerzlichen Erfahrungen des Ghettos, der Vernichtung, des Verlusts. Das dominierende Weiß im Zusammenspiel mit dem stark konturierten Mund und den harten, geradezu grafisch gesetzten schwarzen Augenbrauen machen aus dem Gesicht fast eine Skulptur. So wie der Hunger ein Gesicht zeichnet. Ich lese euch jetzt mal mein kleines Porträt vor über die Malerin Alma Del Banco.
Vor etwas mehr als einem Jahrhundert, 1919, gründete sich die Hamburgische Sezession, eine Gruppe von etwa 55 KünstlerInnen, die sich zusammentaten, um gegen den erstarrten Impressionismus, auch Farbfeld-Tupftechnik genannt, anzutreten, Ausstellungen zu organisieren mit Vorträgen und Lesungen und um wilde Feste zu feiern. Zu dieser Gruppe gehörten auch sieben Damen und eine von ihnen war Alma Del Banco. Alma Del Banco war die Malerin, die Dietlin und ich eigentlich gemeinsam in der Hamburger Kunsthalle im vergangenen Jahr, im Januar, bei einem unserer letzten vor Corona möglichen Museumsbesuche. Und da war uns eben ein Bild aufgefallen, auf das ich gleich zu sprechen komme. Ich war ganz begeistert von diesem Bild und Dietlin erzählte mir dann, dass sie sich schon ganz viel mit den Malerinnen der Hamburgischen Sezession beschäftigt hat und dadurch kamen wir dann so lebendig in das Gespräch darüber. 1862 geboren, hatte sie mit 30 Jahren ihre Liebe zur Kunst entdeckt und die renommierte Malschule Valeska Röver für Frauen besucht. Diese wurden natürlich von zwei Herren unterrichtet, Ernst Aigner und Arthur Illies, und zwar an der frischen Luft. Nachdem Alma Del Banco, die aus einer wohlhabenden jüdisch-portugiesisch-deutschen Kaufmannsfamilie kam, genug Motive am Hafen, vom Fischfang und der Elbe gemalt hatte, reiste sie in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg nach Italien und Frankreich, war begeistert von Matisse und Cézanne und experimentierte mit neuen Formen. Das Licht in ihren Arbeiten änderte sich, die Bildaufteilung ebenfalls. Und in den 20er Jahren wurde sie mit immerhin 60 Jahren eine anerkannte Künstlerin. Sie nahm sich weiterhin Landschaften und Stadtansichten vor, aber auch Porträts. So malte sie neben Familienmitgliedern bedeutende Persönlichkeiten der Weimarer Republik, etwa die Kunsthistorikerin Gertrud Bing und die Frauenrechtlerin Ida Demel. Also Gertrud Bing war eine Kunsthistorikerin, was damals noch sehr ungewöhnlich war und gehört auch zu diesem Vernetzungskreis der engagierten Frauen, wie man sieht hier sehr selbstbewusst mit Brille und burmesischer Katze gemalt. Die Frauen hatten das Gefühl, dass es gut war, sich zusammenzutun, sich zu solidarisieren und sich zu unterstützen, weil sie ja noch sehr wenige waren auf dem Feld der Malerei oder der Kunstgeschichte. Die Gertrud Bing war eine der ersten Kunsthistorikerinnen überhaupt. Ich finde es ganz schön, dass wir jetzt auch noch mal einige Arbeiten von Alma Del Banco hier zeigen, weil über ihre Arbeiten habe ich den Zugang zu dem Porträt, was ich von ihr erstellt habe, gefunden. Das ist ja immer nicht ganz einfach, wie man sich so einer Person nähert. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir einfach die Arbeiten der Alma Del Banco zeigen und als Grundlage nehmen. Doch als die Nazis 33 an die Macht kamen, wurde sie ausgegrenzt, verboten und schließlich verfolgt. Als ihr mit 80 Jahren die Deportation nach Theresienstadt angekündigt wurde, nahm sie sich am 8.3.1943 das Leben. Viele Geschichten, die wir hier vorstellen, sind traurig. Doch groß ist die Kraft, die uns entgegentritt in all diesen Worten und Bildern und Leben. Das, was wir für unsagbar halten, ist ja oft das, was ein Gedicht überhaupt erst in Bewegung bringt, es fordert, es ausmacht. Wie sagte Nelly Sachs? Es sammelt der Engel ein, was ihr fortwarft. DichterInnen sammeln Scherben ein, unbeirrbar suchend nach dem bisschen Glanz, das uns Menschen treibt. Nelly Sachs wurde in Berlin geboren, 1891. Sie schrieb Liebes- und Lebensgedichte und hielt in eindrücklichen Porträts die einzelnen Schicksale und Menschen fest, die im Holocaust ums Leben kamen. In diesen Grabschriften in die Luft geschrieben sind es der Hausierer, die Markthändlerin, die Tänzerin, der Narr und die Malerin. Am Ende erst erscheint wie die 13. Fee die Alles Vergessende. Da heißt es: Aber im Alter ist alles ein großes Verschwimmen. Die kleinen Dinge fliegen fort wie die Immen. Alle Worte vergaßt du und auch den Gegenstand und reichtest deinem Feind über Rosen und Nesseln die Hand. Nelly Sachs stand 35 Jahre in engem Briefkontakt mit der Dichterin Selma Lagerlöf, die ihr dann auch in letzter Minute auch für ihre Mutter ein Visum zuschickte oder veranlasste, damit sie nach Schweden fliehen konnte. Nelly Sachs erhielt 1966 den Friedensnobelpreis für Literatur.
und sie verlieh auch dem Zweifel, der Grausamkeit, der Liebe und Angst ihre Sprache, sogar dem Chor der Wolken, dem Chor der Unsichtbaren und dem Chor der Bäume. Und da heißt es: O ihr Gejagten alle auf der Welt, unsere Sprache ist gemischt aus Quellen und Sternen wie die eure. Anita Reh, hier neben Gretchen Bohlwill, habe ich mit ihrem Porträt zum ersten Mal in den 1990er Jahren in der Hamburger Kunsthalle gesehen. Und fortan hat sie mich interessiert und nicht mehr losgelassen. Ich habe mich an ihre Arbeiten gehalten und habe mehrere Porträts studiert. Und ein ganz wichtiges für mich ist dieser Halbakt vor Feigenkaktus. Ich zeige ihn mal hoch. Der hat mich sehr inspiriert, in diese Farbigkeit zu gehen. Anita Reh, tatsächlich wohl eine der erfolgreichsten, also der gerade die drei, Gretchen Bohlwill, Anita Reh und Alma Del Banco, erfolgreichsten insofern, als sie den richtigen Zugang hatte und hat eigenständige Reisen natürlich auch nach Paris unternommen, hat 3 Jahre in Italien, in Positano gelebt, wo sie eigentlich bleiben wollte. Sie wollte eigentlich gar nicht wieder nach Hamburg zurück. Sie war innerlich sehr zerrissen wegen ihrer Herkunft. Also ich habe sie auch so porträtiert mit etwas mexikanischem oder südländischem Ansatz. Ihre Mutter war ja Venezuelanerin und der Vater Hamburger, hat dann, nachdem es erfolgreich war in der Hamburgischen Sezession und alles aufgelöst wurde und sie tatsächlich nicht mehr arbeiten konnte, nicht mehr arbeiten durfte, nicht mehr auftreten durfte, dann ja sehr frühzeitig mit 45 Jahren sich 1933 das Leben in Sylt genommen hat. Die Zeit ist dann, war es ihr einfach nicht mehr möglich zu leben. Keine Kunst, keine Familie, kein Geld. Und ja, das Erstaunliche ist, dass die Anita Reh relativ schnell diese Konsequenz gezogen hat. Die hat sich also am 12. Dezember 1933 das Leben mit Veronal genommen, während ja die anderen Künstlerinnen versucht haben, entweder auszuwandern oder sie sind eben wie Gretchen Wohlwill eine ganze Zeit abgetaucht und in die innere Emigration gegangen. Die Gretchen Wohlwill, die ist zum Beispiel dann aus Hamburg weggezogen nach Finkenwerder, also in die Nähe, und ist da untergetaucht und war da auch mit dem Eduard Barguer, mit dem Maler, mit dem sie eng befreundet war. Und viele KünstlerInnen, die sich in dieser Zeit sozusagen in dem, was wir heute innere Emigration nennen, befunden haben, die also keine Ausstellungsmöglichkeiten hatten, ganz wenig Geld, unter sehr schlechten Bedingungen lebten, haben aber weitergearbeitet und weitergemalt. Und von denen haben sich viele dann bei Gretchen Wohlwill und dem Eduard Barguer getroffen, haben auch versucht, sich gegenseitig noch zu unterstützen, haben versucht, Kontakte ins Ausland aufzunehmen. Und die Gretchen Wohlwill zum Beispiel, die war noch in den 30er Jahren in Italien, hat auch gesehen, wie sich dort der Faschismus entwickelt hat, konnte sich aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass in ihrem geliebten Deutschland der Antisemitismus so tödlich enden würde. Die wollte das nicht wahrhaben. Die ist ja dann auch sehr spät, also 43, glaube ich, nach Portugal ausgewandert, also sehr, sehr spät. Und das war ein ganz anderer Weg. Und natürlich die geblieben sind, haben dann versucht, so bei sich gegenseitig einen Zusammenhalt zu suchen. Und wir haben so die Vermutung, dass die Anita Reh zwar gut aufgestellt und vernetzt war, aber dadurch, dass sie so eine Einzelgängerin war, vielleicht auch nicht so einen emotionalen Rückhalt in diesen Künstlerfreundschaften gefunden hat, sondern das mehr so eben ja ein gesellschaftliches Ding war, also mit den Warburgs, dass sie da ein- und ausging. Also dass es auch wirklich mehr so ein professionelles Verhältnis war, aber nicht diese Wärme und diese Beziehung, die offenbar die anderen sich geben konnten. Die Emotionalität hat ihr sicherlich gefehlt, da bin ich auch sicher, dass der Weg anders war. Die Alma Del Banco zum Beispiel hat, die haben das auch sie hat das gar nicht an sich ranlassen können. Sie sagte ja, wieso, wenn Freunde sie ansprachen, dass sie eventuell emigrieren müsste oder sich verstecken müsste, hat sie gesagt, warum, ich bin doch portugiesisch. Ihre Familie kam aus, ursprünglich, der Stamm aus Portugal und sie hat überhaupt gar nicht das Gefühl, dass sie irgendwie darunter leiden würde irgendwann.
Also so wenig deutlich war das auch für sie. Naja, und die hatte die Möglichkeit abzutauchen, also sozusagen unauffällig in Hamburg. War natürlich, bis dann dieser Deportationsbescheid kam. Und das war natürlich familiär gestützt durch ihren Bruder und ihren Schwager, bei dem sie dann später noch wohnte. Und das war wahrscheinlich eine andere Situation. Ich würde aber ganz gerne auf jeden Fall loswerden, dass ich genau aus diesem Grund, weil mir liegt es eben auch am Herzen immer schon, diese Viten deutlich zu machen, diesen Frauen ein Gesicht zu geben, so wie du den Frauen eine Stimme gibst. Also ich muss sagen, ich bin insgesamt in diesem Thema jetzt sehr gefangen und werde sicherlich das ganze Jahr mich weiterhin damit beschäftigen. Besonders deshalb, weil wir mit unserem Projekt im Kulturverein und meiner Ausstellung in 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland im Festjahr aufgenommen worden sind. Das finde ich ganz besonders schön. Wir freuen uns alle sehr darüber und ich möchte an diesem Thema auch in diesem ganzen Jahr weiter festhalten und weiterarbeiten. Dazu werden wir später noch was sagen können. Ja, dann haben wir noch einiges vor.